Hallo Volker, Frankentagging. Ich habe eine Videoantwort für dich. Du hast mich angeschrieben und gefragt, wie das Bodenblech ist. Das zeige ich dir jetzt mal gleich von meinem Hobo. Gitter genommen, nicht das Drahtgitter, das war mir zu dünn. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das einfach zu schnell bei großer Hitze anfängt, sich durchzuwellen und durchzubiegen. Na, dann feuere ich den jetzt nochmal an. Und geht gut. Man sieht, da zieht richtig hoch. Obwohl wir seitlich sehr starken Wind haben, durch den Sturm, zieht der richtig, richtig hoch. Innerhalb des Hobos. Ich muss mal ein bisschen Kleinzeug noch nachlegen, sonst ist mir das gleich aus. Man merkt das auch schon, das ist alles noch feucht und es hat ja gerade geregnet gehabt. Aber so ein bisschen Kienspan hilft da schon. Hört man, wie es zischt? Das dauert dann, bis der so richtig in Gang ist. Oh, jetzt kommt er langsam in Gang. Jetzt kommt er langsam in Gang. Ich lege nochmal nach, sonst ist gleich aus. So, und jetzt kommt das Feedloch hier ins Spiel. Ich kann also jetzt auch leicht feuchtes Zeug hier reinsetzen. Und da. Dadurch verschließe ich zum Teil die Löcher, sodass ich den Kamineffekt eventuell noch ein bisschen erhöhe. Der Kienspan. Ich habe nochmal einen Kienspan nachgelegt. Der fackelt da oben so schön rum. Oh, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ja, Volker, danke, dass du mir diesen Gedankenanstoß gegeben hast für den Bau dieses Hobos. Und man sieht, man muss nicht unbedingt Edelstahlblech nehmen. Es funktioniert auch mit Verzinktem. Und so ist es jetzt gleichzeitig eine Feuerschale. Ich würde jetzt zum Beispiel hier oben drauf noch ein Holz querlegen, so. Und vielleicht dann noch eins quer. Und dann habe ich eine Art wärmendes Feuer. Also, liebe Leute, ich verabschiede mich für heute. Auf Wiedersehen.
also hier unten die Stellen, wo man die Stöcke dann nachschieben kann, wie ich das hier mit tue. Man kann auch hier oben nachschütten, also man kann sogar in dieses doppelte V etwas Feuchtes reinlegen. Zum Beispiel der hier, der ist recht feucht. Dann lege ich den einfach, will ich den hier oben drüber legen. Ja. Und freue ich jetzt mich drauf. Es waren etwa 5 Stunden Arbeit. Das ist verzinktes Blech. Und das ist gleich mein Mittag heiß. Das geht ja ruckzuck hier. Aber ich muss gucken, dass ich nachlege. Es gibt wirklich viel Glut immer da unten. Ein wirklich schönes Flammenbild. Die Flammen ziehen gerade hoch. Ich nehme mal ab. Man kann es erkennen. Ziehen schön gerade hoch. Topfkreuz. Also ich habe es nicht als Kreuz, sondern als Streben gemacht, damit ich hier ein dieses Feedloch habe. Man sieht, also der würde jetzt so rauchen, aber da reingelegt ist er an der Verbrennung. Der Rauch wird mit verbrannt. Ja. Das macht er ganz schön ruhig. Man sieht hier richtig, wie es reinzieht. Und hier kann ich dann halt nachschieben. Und hier kann ich dann auch immer nachschieben, sobald da was weiter ist. Und der Ganze ist im Gegensatz zum Original Bushbox 2 cm höher. Das werde ich jetzt gleich mal zeigen, indem ich ihn daneben stelle. So, da hat man mal einen Größenvergleich. Das ist die Bushbox. Ich stelle die mal ganz genau daneben. Die ist halt 2 cm kleiner. Und dann habe ich eben hier drauf geachtet, dass ich möglichst wenig Durchbrechungen in dem Blech habe. Damit erhöht sich der Kamineffekt innerhalb der Sache. Und durch diese zwei Löcher habe ich wirklich die Möglichkeit, ich spare mir viel Arbeit. Ich kann lange Stöcke hier reinfeeden. Oder auch diesen hier zum Beispiel, der eben ganz, ganz nass war. Der ist inzwischen getrocknet und bringt die Flamme genau dahin, wo sie soll, nämlich unter den Topfboden. Dann habe ich zusätzlich hier eine zweite Schicht Schlitz eingeschnitten. Damit kann ich das Rost auch da einsetzen, mit dem Vorteil, dass ich dann wieder die Brennraumhöhe hätte, die Bushbox hat, sozusagen, wenn ich das jetzt so hochhalte hier, dann kann man das erkennen, dann hätte er den Brennraum der Bushbox und damit wäre er wieder Trangia-tauglich und auch wenn ich wirklich trockenes Material habe. Also, obwohl ich eben offiziell dieses Brennfeedloch nicht habe, kann ich wunderbar hier oben über das V nachfieden. Das geht echt gut. Beziehungsweise auch hier, weil schon inzwischen Kohle geworden ist. Da nachfieden. Gut. Das Essen ist jetzt auch gleich soweit. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Und bis gleich. Und man hört ja regelrecht, wie das hier zischt. Also, da ist immer noch Feuchtes dabei. Es wird dann halt im Laufe der Zeit getrocknet. Wenn ich will jetzt zum Beispiel nur als Mini-Lagerfeuer, dann kann ich hier eigentlich auch große Stücke einfach so drüber legen, die sich dann irgendwann mit entzünden. Aber in diesem Falle jetzt wieder auf. Klar, es raucht ein bisschen,
wenn ich den Topf aufsetze. Aber das kann ich einfach regulieren, indem ich den Topf so ein bisschen seitlich aufsetze. Dann ist hier mehr Raum für die Flammen zu entweichen. Und mir gefällt das Flammenbild also echt gut. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder, damit das Video nicht zu lang wird. Und tschüss. So, und nun noch der Eintrag für deine Challenge. Und ich habe mir den Marlon ausgesucht. Hallo Marlon, das ist der Wahn. Mit dem Fixt unterwegs brauchst du am Schlüsselbund kein Keks. Nimm lieber diesen Kienspan. Liebe Grüße, Benjamin. Der Brief geht jetzt an Marlon raus. Einer der wenigen, die mich subscribed haben, die mit dem Fahrrad unterwegs sind.